bekomme einen guten Eindruck, wenn ich ein bisschen höher mich hinstelle. Es sind bestimmt 1500, 2000 Leute, würde ich schon sagen. Und die bringen eine schöne Energie, wie gesagt, mit durch die Trommlergruppe, um hier aufzuzeigen, hier läuft mächtig was schief. Hier läuft ein unrechtmäßiger, hier läuft ein Unrechtsstaat ab. Oder nicht ein Unrechtsstaat ab, ist falsch. Hier ist kein Rechtsstaat mehr vorhanden, so rum. Das ist richtig so. Und zwar, hier wird ein Unrechtsstaat praktiziert, welcher sich nicht mehr an Rechtmäßigkeiten und Gesetze hält. Hier werden Grundgesetze ausgehebelt, Menschen verurteilt, Menschen werden in Gerichtssälen das Wort im Munde umgedreht, um sie fügig zu machen, um sie mundtot zu machen, um nicht ihre kritische und skeptische Meinung zu verbreiten. Und da werden Methoden angewendet, die sind jenseits von Gut und Böse, die hätte man sich nicht vorgestellt. Letztens habe ich auch kurz, da vorne sind die Trichler übrigens, die Schweizer Trichler. Man kann sie hören, da vorne seht ihr. Fenster die Demo zuwinkt und glücklich ist, dass wir das hier machen, auf die Straße gehen. Denn wir machen das hier alle für die Allgemeinheit, für zukünftige Generationen, dass die nicht hier demokratisch versklavt werden oder dass die Demokratie vernichtet wird, die angeblich ja noch existieren soll, aber nie und immer sein kann, wenn man vorsichtig sein muss mit einer Russlandfahne zum Beispiel auf eine Demo zu gehen, ne? Das stimmt schon irgendwas nicht mehr in einem angeblichen demokratischen Staat. Leute, die den Demozug zuwinken, froh sind, dass die Menschen hier auf die Straße gehen. Sehr, sehr schön. Eben hier vorne unsere Freiheitstriechler. Das sind glaube ich 6 bis 10 vielleicht. Viele fröhliche Gesichter, optimistische Gesichter bei den Demo-Teilnehmern. Die sind optimistisch, dass wir hier was verändern können, dass wir diese Missverhältnisse hoffentlich sehr bald wieder in geordnete Bahnen lenken können und dass man hier irgendwann wieder in Frieden
Freiheit und in Sicherheit, nicht politisch missbraucht zu werden, weiterleben kann und in die Zukunft schauen kann. Vor allem für unsere zukünftigen Generationen, für unsere Kinder, für meine Kinder, für die ich das in erster Linie mache, aber auch für alle anderen zukünftigen Generationen und Kinder. Ganz, ganz wichtig. Viele optimistische Gesichter, man sieht hier Leute, welche aus dem Haus heraus winken, dem Demozug zuwinken, lachen, fröhlich sind. Und es macht Mut auf mehr, macht Mut auf weitermachen. Da oben hängt jemand eine ukrainische Fahne auf und jedem das seine. Natürlich wahrscheinlich sogar Blumentöpfe, blau-weiß noch, nee, rot-weiß oder pink, pink-weiß nicht, pink-gelb. Können Sie gleich wieder einpacken, ne? So ein Typ mit Stinkefinger in den Demozug. Thank you.
kommt am Ende gut. Am Ende kommt das gut. Schaffen ohne Waffen, ganz mein Motto. Gleichen Kleber habe ich am Auto dran bei mir. Denn anders geht's nicht. Frieden kann man nur mit diplomatischen Lösungen erreichen. Niemals mit Waffenlieferungen, da zögert man das Leid hinaus, Kämpfe hinaus, das elendige Sterben hinaus. Und wird man nie ein Kriegsende herbeiführen. Nie, Frau Strack-Zimmermann. Wenn Sie anderer Meinung sind, gehen Sie einfach, Frau Strack-Zimmermann und Herr Lanz, gleich hinterher an die Ostfront. Gehen Sie dort kämpfen, möglichst ohne schutzkugelsichere Weste. Und Lanz kann gleich hinterhergehen, um dort Bericht zu erstatten. Aber da würde er sich wahrscheinlich die Hosen machen und einscheißen, wenn er dort hingehen sollte. Lieber sitzt an seinen TV-Talk-Sendungen, der Herr Markus Lanz, und stiftet weiter Unfrieden gegen alle Leute, die nicht seiner Meinung sind. Fährt sie ins Wort, fällt ihnen ins Wort, so. Und das ist kein richtiger Moderator, habe ich heute vorhin auch von jemandem gehört, mit dem ich mich vorhin unterhalten habe, telefoniert habe, ein sehr guter Widerstandsfreund. Er meint auch, es ist kein professioneller Moderator, welchen anderen Talk-Teilnehmern ständig ins Wort fällt, welche nicht seiner Meinung sind. Und muss man ausreden lassen, es gehören immer beide Seiten, beide Sichtweisen in einem Gespräch dazu. Immer. Sichert das natürlich auch ab, müssen sie ja. Sind immer hier, ist eine angemeldete Demo, habe ich mitbekommen. Die waren immer angemeldet hier vor der JVA Stammheim. Was ich auch ein bisschen im Widerspruch finde, weil, wenn jemand zu Unrecht inhaftiert ist, müsste man nicht dafür noch eine Demo anmelden, um dagegen zu demonstrieren. Das finde ich ein bisschen großen Widerspruch. Aber so ist es hier, ne? So ist es. Deutschland ist, was die Demokratie-Missbrauch und den Grundrechtsmissbrauch betrifft, noch viel, viel schlimmer als in der Schweiz. Man hat den Eindruck, in Deutschland sind die Leute vor Gerichten freiwillig. Rechtliches Freiwild. Und hier wird sich ja nichts mehr gehalten. So scheint das für mich. Ich bin in einem Kanal Gerechtigkeit für Aktivisten drin. Dort lese ich ab und zu Sachen, was an deutschen Gerichten stattfindet. Und das ist jenseits von Gut und Böse. Jenseits, ja.